Alarm, es kommt ein Notruf an. Der Rettungsdienst, der ist jetzt dran. Bist du in Not, dann ruf dort an. Sie helfen dir, egal wo und wann. Feuerwehrmann Sam mit seinem Rettungsteam. Immer da, wo du sie brauchst, mit seinem Rettungsteam. Was immer dich bedroht, der Rettungsdienst hilft dir in der Not. Beim Picknick. Sieh nur. Das war eine verrückte Geschichte. Der Fisch ist übrigens bald fertig. Das ist wirklich ein ganz fantastisches Picknick, das du uns da bereitet hast, Annie. Vielen Dank, Christina. Es ist so schön, euch alle entspannt an einem freien Tag zu sehen. Entspannte, freie Tage gibt es gar nicht für Feuerwehrleute. Wirklich? Wie auch. Das hier ist Pontypandy. Ach ja. So, da wären wir. Jetzt geht's ab mit dem Super-Fun-Picknick, okay? Hat denn einer von euch Spiele dabei? Ich nicht. Oh oh. Kein Ding, ich bin echt super im Improvisieren. Vertraut mir, ich hab schon eine super Idee. Die lustigste Picknickfete aller Zeiten. Und wir spielen jetzt das fliegende Ding. Könnt ihr alle gut fangen? Eins, zwei, drei! Ja. Oh. Oh. Was war das denn? Ich weiß nicht. Oh nein! Oh. Nein, Butler! Uff! Gerade noch erwischt! Oh, tut mir schrecklich leid! Ich dachte, das wäre echt ein lustiges Spiel. Tja, am besten wäre doch ein Spiel, das lustig und sicher ist, Peter. Kein Ding, ich weiß schon was, Sam. Lustig und sicher, das habe ich drauf. Die seltene Kegelrobbe ist nirgendwo zu sehen. Hoffentlich geht's ihr gut. Ein bisschen lange her, dass sie gesichtet wurde. Ich frag mal Ben. Ben, hast du unsere Kegelrobbe schon gesichtet? Nein, Lizzie, bisher noch nicht. Wo könnte sie denn bloß sein? Toll gerollt, Hannah! Am weitesten bisher! Boah, das ist doch das mit Abstand lustigste und sicherste Spiel aller Zeiten! Jetzt du, Norman! Bitte, es geht los. Ich werde das Ding extra weit rollen. Passt mal gut auf. Dieses Spiel ist langweilig. Nein, ist es nicht, Norman. Hier. Richtig wird das so gemacht. Oh, oh. Was? Schnell, weg hier! Oh nein, mein Heilbutt! Das war knapp. Ich weiß nicht so recht, ob das das sicherste Spiel war, kleiner Bruder. Ja, große Schwester, tut mir leid. Ich werde mir ein ganz, ganz sicheres Spiel überlegen. Ich verspreche es. Mir reicht es für heute endgültig mit deinen Spielen. Besten Dank. Warte, Norman, ist alles in Ordnung bei dir, Peter? Mir muss ein wirklich lustiges Spiel für uns einfallen. Nur sicher muss es sein. So richtig echt sicher. Oh, ich glaube, ich weiß etwas sehr Sicheres. Nichts von der Kegelrobbe zu sehen. Und die Sonne wird bald untergehen. Wir sollten jetzt zurückfahren. Du hast recht. Wir werden sie schon finden. Vielleicht ja morgen. Ah. Das ist jetzt aber viel besser als das Rolldings rumgeschubse. Bitte sehr, Peter. Und jetzt frag alle Reihe um, wie viele Kugeln wohl da drin sind. Voll genial! Das ist echt das absolut sicherste Spiel, Annie. Vielen Dank dafür. Oh, warte. Am besten erstmal zählen, wie viele drin sind. Nicht, Peter. Ich weiß, wie viele Kugeln in dem Glas sind. Oh, das sieht süß aus, Christina.
Ich denke, ich sammle die Kugeln lieber ein, bevor noch andere drauf ausrutschen. Entschuldige, Penny. Ach, nicht doch, Malcolm. Das hier ist nur offenbar das gefährlichste Picknick aller Zeiten. Es tut mir echt so leid. Ich wollte nur ein paar lustige Spiele machen, aber alle waren super gefährlich. Aber ich verspreche, ich finde was, das ist lustig und echt sicher. Was ist denn diesmal los? Ich hatte nichts zu tun damit. Dieses Tier da hat meinen Comic geklaut. Ich glaube nicht, dass es darauf aus war, Norman. Es hat sich verirrt und ist den Fluss raufgeschwommen. Bitte nicht näher kommen, ja? Kegelrobben sehen sehr niedlich aus, sie sind aber keine Kuscheltiere. Rufen wir den Rettungsdienst. Sind das nicht eigentlich wir? Ja, aber das hier ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Jodys und Lissys Spezialität. Tja, bei der Kegelrobbensuche kann ich euch ja vielleicht morgen unterstützen, mit Neptun. Eine verirrte, seltene Kegelrobbe ist den Fluss hinaufgeschwommen und liegt in einem Liegestuhl auf Annies Hof. Eine verirrte, seltene Kegelrobbe ist den Fluss hinaufgeschwommen und liegt in einem Liegestuhl auf Annies Hof? Also da hat sie sich versteckt. Wir brauchen die Rettungstrage. Seid ja vorsichtig, kommt ihr nicht zu nah. Die Kegelrobbe wird sonst nur noch weiter verschreckt. Ruhig, Kleines. Nur keine Angst. Hilfe ist unterwegs. Oh nein. Ich wette, sie hat Appetit auf den Heilbutt. Sie hat es anscheinend auf den Grill abgesehen. Nicht weiter. Du verbrennst dich sonst ganz schlimm da dran. Ich weiß, das duftet gut, aber wir halten dich trotzdem auf. Nein. Ich schätze, ich muss das mit dem Grillen aufgeben. Sie versucht gerade an den Fisch auf dem Grill ranzukommen. Malcolm, hast du noch Fisch, der nicht gegrillt ist? Ja, in meiner Kühltasche, da vorne. Huhu, hier, Kleines, frischer Fisch. Lizzie, ich hol die Robbentrage, du beruhigst sie. Verstanden, Jody. Komm her, Robby. Komm und hol dir den leckeren frischen Fisch und dann bringen wir dich zurück. Na siehst du, Kleines, gleich wird dich deine Wasserwelt wieder haben. Ganz recht. Gleich bist du wieder dort, wo du hingehörst. Okay, das war alles gar nicht so lustig. Die Spiele waren echt gefährlich. Das kannst du laut sagen. Jetzt weiß ich eins, das absolut sicher ist. Ich verspreche es. Wir spielen Stopptanz. Tja, das klingt nicht so nach Gefahr. Ja! Super! Und ich denke, dass wir da mitmachen können. Ja, so können wir ganz leicht ein Auge auf euch alle haben. Und dann auch noch Spaß haben. Ich kann's nicht erwarten. Ihr müsst wissen, Stopptanz spiele ich für mein Leben gern. Und ab. Große Schwester, du hast dich bewegt. Das war's. Ach nein. Gute kleine Kegelrobbe.